Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Wir wollen euch heute zeigen, wie man richtig den Ball jongliert. Das bereitet gerade jüngeren Teilnehmern immer wieder Probleme. Wir kriegen auch öfters die Frage gestellt, wie es denn richtig funktioniert. Jetzt zum Lockdown bietet sich das natürlich auch an, sowas mal zu trainieren. Ihr braucht nämlich nicht viel Platz und eigentlich nur einen Ball. Das ist das Coole daran. Wer es schon ein bisschen besser kann, kann es natürlich auch ein bisschen im Kinderzimmer üben, wenn die Eltern das erlauben. Befolgt unsere Tipps, die wir euch gleich geben werden. Dann bin ich mir auch sicher, dass ihr immer besser werdet. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt bitte ein Like, abonniert unseren Kanal. Bei Fragen natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Wir antworten natürlich darauf und dann sehen wir uns. Bis dann. Okay, bevor wir mit dem Balljonglieren überhaupt anfangen, möchte ich euch drei wichtige Tipps geben, die ihr befolgen müsst, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Tipp Nummer 1 ist, dass wir den Fuß immer gerade halten. Er darf nicht nach innen oder nach außen zeigen, weil euch sonst der Ball auch in die Richtung wegfliegt. Wir müssen den Fuß zudem natürlich auch immer feststellen, heißt ein bisschen Spannung aufbauen, stabil halten, denn ansonsten, wenn das zu labberig ist, fliegt uns der Ball auch nach links oder rechts weg und wir können ihn nicht richtig kontrollieren. Tipp Nummer 2 ist, dass wir die Fußspitze gerade nach vorne zeigen lassen. Heißt, wirklich diese Position halten beim Ball hochhalten, nicht die Fußspitze anziehen, sodass sie in unsere Richtung zeigt, auch nicht wegstrecken, sodass sie nach unten zeigt. Der Ball fliegt nämlich auch immer dann in die Richtung, wo die Fußspitze hin zeigt. Heißt entweder Richtung mein Gesicht oder weg. Und der dritte Tipp, den ich euch geben möchte, ist, dass wir beim Balljonglieren den Ball nicht zu hoch spielen. Eine gute Höhe ist immer knapp über die Knie. Da können wir den Ball nämlich besser kontrollieren. Wenn wir ihn zu hoch spielen, wird es schwieriger. Wenn wir ihn zu flach spielen, müssen wir wirklich flinke Füße haben, um den Ball kontrollieren zu können. Merkt euch, knapp über die Knie, dann bin ich mir sicher, dass ihr das auch hinkriegen werdet. Okay, ich zeige euch jetzt, wie ich damals das Balljonglieren gelernt habe. Und ich muss dazu sagen, ich habe es mit meiner Mutter gelernt oder durch meine Mutter gelernt. Die kommt aus Brasilien. Und die konnte das damals sehr gut, ich glaube heutzutage immer noch. Wir nehmen einfach erstmal den Ball in die Hand und spielen ihn auf unseren starken Fuß und fangen den Ball erstmal wieder auf. Wenn ihr euch dann sicher fühlt, könnt ihr das auch mal mit eurem anderen Fuß probieren. Einfach erstmal fangen, um die Sicherheit zu bekommen. Wenn ihr euch sicher fühlt bei diesem Kontakt, einmal hochspielen und wieder auffangen, könnt ihr mal probieren, zum Beispiel zweimal den Ball hochzuhalten. Da gibt es zwei Varianten von. Einmal das Bein in der Luft zu lassen. Oder das Bein einmal abzusetzen und einen kleinen Zwischenschritt einzubauen. Oder auch mal rechts-links im Wechsel einbauen. Und wenn ihr es gemacht habt, mal 1, 2, 3 Kontakte einbauen. Und dann werdet ihr merken, dass ihr langsam das Gefühl bekommt. Und dann können wir auch gleich uns noch ein bisschen steigern, indem wir den Ball in die Hand nehmen, einmal berühren und auf den Boden aufkommen lassen und immer so weiterspielen. Jetzt können wir schon probieren, den Ball nicht zu hoch zu spielen. Ein bisschen auf Kniehöhe, ein bisschen über Kniehöhe.
Und wenn wir uns hierbei sicher fühlen, können wir auch hier rechts und links im Wechsel machen. Wenn ihr euch bei dieser Übung sicher fühlt, dann könnt ihr das Ganze schon mal steigern, indem ihr einmal mit rechts und dann mit links den Ball berührt und ihn erst dann auf den Boden aufkommen lasst. Spielt den Ball jetzt nicht zu hoch, knapp über die Knie. Wenn ihr euch auch dabei sicher fühlt, könnt ihr auch das steigern, indem ihr drei Kontakte nehmt, immer rechts, links, rechts im Wechsel. Wir versuchen, den Ball nicht zu hoch zu spielen, um uns schon so langsam an das richtige Balljonglieren zu gewöhnen. Werdet ihr auch schon bald sehen, dass es immer einfacher sein wird und dass ihr immer weitere Fortschritte machen werdet. Eine weitere Art des Balljonglierens, die ihr unbedingt beherrschen solltet und die euch die nötige Sicherheit gibt, ist das Balljonglieren mit den Oberschenkeln. Der Oberschenkel ist eine sehr große Fläche, heißt, hier kann ich den Ball sehr gut mit kontrollieren. Wichtig ist aber, dass ihr den Ball immer im richtigen Moment trefft. Das ist nämlich dann, wenn der Oberschenkel im 90-Grad-Winkel zum Boden nach oben zeigt. Ja, dann könnt ihr den Ball wunderbar gerade hochspielen und auch wieder fangen und euch die nötige Sicherheit holen. Und wenn ihr euch sicherer fühlt, dann könnt ihr schon mal anfangen, links und rechts im Wechsel zu machen. Oder auch zweimal mit dem gleichen Oberschenkel zu spielen. Wichtig ist jetzt der Tipp, den ich euch gebe, dass, wenn ihr das macht, das Bein immer einmal absetzt und nicht in der Luft lasst. Dann wird der Ball nämlich schwieriger zu kontrollieren. Eigentlich unmöglich. Heißt, macht wirklich einen Absetzer mit eurem Fuß und dann könnt ihr den Ball wunderbar weiter jonglieren. Wir sind jetzt so weit, dass wir den Ball schon mit rechts und links im Wechsel immer spielen können. Jetzt versuchen wir noch den Oberschenkel als dritten Kontakt mit einzubauen, bevor der Ball dann einmal auf den Boden fällt.
Achtet bitte darauf, dass ihr den zweiten Kontakt mit dem Fuß so spielt, dass der Ball ein bisschen höher fliegt, damit ihr wieder den Ball mit dem Oberschenkel im 90-Grad-Winkel treffen könnt und der Ball dann gerade nach oben fliegt, sodass er vor euch sauber auf dem Boden landet. Okay, eigentlich haben wir euch alle nötigen Tipps gegeben, die ihr beachten müsst, um das Balljonglieren zu lernen. Jetzt geht es darum, Rekorde aufzustellen und zu brechen. Mein Rekord liegt bei 5000. Wer schafft, diesen Rekord zu brechen und mir das per Video zu schicken, der kriegt von uns natürlich eine kleine Überraschung. Ich hoffe, dass ihr Spaß hattet an dem Video, dass ihr ordentlich was lernen konntet. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns bitte ein Like, abonniert diesen Kanal und immer schön fleißig sein. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bleibt gesund und bis dann.